Die Ausbildung kann man mit einem mittleren Schulabschluss beginnen. In der Regel dauert sie 3 Jahre. Als Abiturient hat man sogar die Möglichkeit, sie auf 2 Jahre zu verkürzen. Und das Einstiegsgehalt ist bei ca. 700 Euro. Der Alltag in der Ausbildung sieht folgendermaßen aus. Das teilt sich in die Berufsschule und in die Praxiszeit. Also wir haben jeweils 2 Wochen Berufsschule und danach 2 Wochen Praxiszeit, sodass wir dann nicht wie in anderen Ausbildungsberufen immer rausgerissen werden, sondern wirklich am Stück halb in der Schule oder in der Praxis sind. Wir veranstalten öfter so eine Teamabende, wo wir dann gemeinsam bowlen gehen oder auch mal am Wochenende im Prinzip wohin fahren, um uns als Team zu stärken und zu festigen. Der Alltag in der Ausbildung sieht bei der Berliner Sparkasse so aus, dass Sie natürlich hier sehr, sehr viel Live-Learning by Doing erleben. Sprich, das heißt, wir sind ja davon oder daran interessiert, dass Kunden in die Filiale kommen, Kunden Fragen stellen, Beratung haben und das lebt man oder lernt man in der Ausbildung natürlich dann live zu beantworten. An welche Dinge muss man vielleicht gesetzlich dran denken? Was muss man tun? Wie sind die wirtschaftlichen Interessen natürlich auch einer Bank? Wie man beraten kann, gleichzeitig halt Empfehlungen aussprechen kann. Man hat, würde ich sagen, den Riesenvorteil, dass kein Tag dem anderen gleicht. Was extrem wichtig ist, auch wenn heutzutage der Computer ganz, ganz viel für uns rechnet, sollte man natürlich trotzdem noch irgendein Interesse in Richtung von dem Schulfach Mathematik haben. Viel, viel entscheidender ist es aber, sich für wirtschaftliche Themen zu interessieren und einfach auch offen zu sein, dass man einfach gerne mit Menschen spricht, weil davon leben wir als Berliner Sparkasse, dass einfach der Kunde vor Ort entscheidend ist. An der Ausbildung macht es mir besonders viel Spaß, eben Kunden zu beraten und jeden Tag die neue Situation einzutreffen. Und es sind halt wirklich, jeder Tag ist anders. Es kommen die Kunden mit verschiedensten Anfragen und Angelegenheiten. Und das ist das Tolle, dass das immer anders ist. Wir müssen uns halt oft auf neue Situationen einstellen, in neuen Bereichen sehr schnell einleben und die Verantwortung übernehmen. Das ist schwierig, aber es macht natürlich auch Spaß.